Bin ich jetzt. Bin ich jetzt. Ich habe alles, wir können direkt zum Boss. Ich weiß nicht, wie er funktioniert, keine Ahnung, aber ich werde ihn jetzt wahrscheinlich einfach tot spammen können. Sind die eigentlich auch One-Hit? Ja, sind sie. Ja. Hier ist der Boss. Four Horsemen. Kappa. Juwelen beginnen sich zu bewegen. Ja, okay. Das muss man sich jetzt halt jedes Mal wieder angucken, wenn man stirbt, ne? Ah, ich muss wegklicken. Da kann man auch nicht wegdrücken. Der zweite Mann hat eindrucksvolle schwarze Pupillen. Deswegen kriegt er ein weißes Auge, denn er hat schwarze Pupillen. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Ich musste vier von diesen Edelsteinen holen und die waren super schwer zu beschaffen. Also ohne Guide, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, der letzte Mann hat irgendwie falsches Braun, ne? Ach, ein falsches braunes Auge. Deswegen ist es auch rot. Oh, muss ich jetzt das Ganze mit dem... Oh, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen, ne? Die Phase 1 auch, ja. Ja, so war das früher. Ein drittes Terminator, ja, ist richtig. T-800 oder T-1000? Oh Gott, da ist man ja früher durchgedreht. Da wusste man das ja nicht mit den 20. Mit dem Level 20, dass man vorher fast keinen Schaden macht. Da hast du dir das ja bestimmt 50 Mal angeguckt, bis du gedacht hast, okay, ich mache jetzt noch irgendwas anderes, bevor ich hier weitergehe. Was ist los? Warm hier oben. Du kannst gerne dir das Fenster aufmachen. Ich habe auch nachgefragt, ob das die Entwickler sein sollen, aber laut... Laut Chat waren es keine Entwickler. Ja, aber man erkennt das gar nicht. Zu viert sind wir, doch du bist allein. Hihihihi. Dies wird dein letztes Stündlein sein. Wir färben mit dir die Erde rot. Triffst du die falsche, bist du tot. Treffer. Du musst einfach immer die hinter dir nehmen. Wir Hexen tanzen um dich herum. Beweg dich nicht. Dreh dich nicht um. Wird dies dein letztes Stündlein sein? Das ist hier wie bei Mario mit den Geistern. Ist das echt so? Ich weiß gar nicht mal, wo man hin muss hier. Habe ich sie jetzt schon getötet? Ach, hier saß jetzt irgend so ein Typ, ne? Ja. Eine kristallklare Stimme aus dem Nichts erklingt. Willkommen in meiner Kammer. Genieße die Zeit wie im Traum. Erfreue dich am Spiegel mit... dich am Spiegel mit meinen wunderbaren Kindern. Jetzt kommen sie nochmal. Hexer sagt, lauf.
Dass er sagt, stopp. Ach, du hast Hexer verwundet, Gorbi. Das war nicht nett. Ich find's gut. Ich überhaupt treffen? Momentan anscheinend noch nicht. Ah, jetzt. Alter! Ich habe das letzte Mal ein Damage gemacht. Und er mir 60 oder so. Okay, ich war ein bisschen zu stark, glaube ich. Es ist vollbracht. Ach, guck mal, endlich mal jemand, der Clips hier erstellt. Ja, aber klar. Komm, wieder lächerlich machen hier. Naja, alles gut. Die Rache der Königin erhebt sich des Schlosses. Die Rache der Königin erhebt sich des Schlosses. Okay. Seufz. Das Hihi war zu gut. Huch, was habe ich getan? Tage der Qual. Träumte ich im Schlummer eines schier endlosen Traums. Ich bin Columbo, ein Forscher und Navigator. Wer kennt ihn nicht? Der große Christophorus Columbo. Warum nahmst du Gefahren auf dich, um mich zu retten? Nun, nur so? Wollte das Meer sehen? Ich wollte das Meer sehen. Ich hörte von einem Seefahrer namens Columbo. Columbo, darf ich dir eine Frage stellen? Warum wurdest du hier gequält? Ich dachte, dass man nur Verbrecher peinigen würde. Vielleicht glauben die Leute das. Man sperrte mich zu Unrecht ein, da die Prinzen auf der Reise starben. Doch das ist nicht die Wahrheit. Ich akzeptiere die Qualen als Buße für meine Gier. Loas König und Toronias Königin, die Mächtigen, sind alle gleich. Leider kann ich nicht mal dir den wahren Grund nennen. Wenn der wahre Held geboren wird, enthülle ich mein Geheimnis. Ich denke, ich bin's. Ich bin der wahre Held. Wer sonst? Als wir den neuen Kontinent entdeckten, Columbo, ist klar, ne? Wurde mir eines klar. Wo wir auch leben, alle Menschen sind gleich. Wir lachen, oh Gott, ist ja richtig deep hier. Wir lachen und weinen und sind eine Familie. Die Freundschaft sollte alle Länder und Kontinente verbinden, auch Russland. Deswegen gebe ich meine Navigationskenntnisse gerne weiter. Lass uns nach Ahola zurückkehren. Ich habe allen Seeleuten mein Wissen über Navigation vermittelt. Ich bin sicher, sie werden deine Wünsche erfüllen. Ich bin müde, ich möchte ein wenig schlafen. Brauchst du ein Fiebermittel? Ja klar. Ein Fiebermittel, kann ich etwas davon haben? Schwester, hier jemand Fieber leidet, gib ihm davon zu trinken. Gorbi erhält das Fiebermittel. Der Emilius Freund fand auf dem neuen Fiebermittel. Der verteilt das, das kennen wir doch alles schon. Es scheint, dass Columbo geistig und körperlich erschöpft ist. Er sollte sich in meinem Hospital etwas erholen.
Alles klar, kann er machen. Kaspian-Komplex, richtig. Ja, ich weiß nur nicht mehr, was war denn mit dem Columbo jetzt? Hallo! Ja, das wissen wir alles schon. Erstmal speichern. Oh, kriege ich jetzt for free? Das ist aber nett. Warum kriege ich das jetzt for free? Ich sollte mal mit dem Gastwirt reden. Normal kostet es immer einen Zehner. Oh, es ist Nacht. Das ist noch nie passiert. Dann war das intended. Deswegen ist das auch for free gewesen. Wach auf! Ja, sowas zumindest in diesem Spiel. Ein Spaß. Wach auf! Das ist übrigens ein Mädchen, die mit dem Bart hier. Man sieht das auch, wenn man es weiß, sieht man es. Aber ansonsten sieht es aus wie ein Zwerg mit rotem Bart, oder? Entschuldige, es ist spät. Doch, wir haben wenig Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Melina ist in Gefahr. Jemand will sie ermorden. Jetzt ist nicht die Zeit für lange Reden. Sie muss schnellstens fort. Wir können sie an Bord des Schiffes bringen, aber alleine. Ich versuche jemanden, der sie beschützt, während ich den Mörder verfolge. Könntest du das machen? Yeah. Eine solche Aufgabe kann ich beim besten Willen nicht ablehnen. Großartig, ich danke dir. Jetzt kann ich meinen Freund retten. Ich werde euch später folgen. Pass gut auf sie auf. Ich sehe dich morgen früh in Ahola. Ich sage immer Aloha. Das klingt viel besser. In Ahola. Ich zähle auf dich. Jetzt, von vorne sieht man es auch, dass es ein Mädchen ist. Oh, Fluffy. Was soll das heißen? Wirklich, Gorby? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Welche Wahl hatte ich? Hätte ich abgelehnt, wäre sie nicht gegangen. Und eine Reise zu einem neuen Kontinent klingt gut. Überraschenderweise ist er nett zu älteren Damen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ach, nichts. Schlaf ein wenig. Es wird eine anstrengende Reise. Hä, sollen wir nicht sofort losfahren? Hallo? Die Zeit drängt. Erstmal eine Runde schlafen, ne? Guten Morgen, gut geschlafen. Ich floh aus Spanien. Ja, das kennen wir alles schon. Böse Spanien. Ist hier was Neues? Ja, sie fragt, ob ich sie kosten will, aber sie gibt mir keine. Ich würde gerne mal ein bisschen gegrillte Sardinen essen. So, muss ich jetzt hier unten an diesen Hafen da? War da nicht so irgendwas? Hier? Naja, hier sind nur die Quadros. Los Quadros. Ach, hier links ist der Hafen, lul. Bist du Gorby? Wir werden gleich ablehnen. Begib dich an Bord. Ablegen, Entschuldigung. Du bist hier gut. Das Schicksal der Prinzessin liegt in deinen Händen. Prinzessin, bitte geht an Bord. Ich werde das nächste Schiff nehmen. Weil ich den Mörder fangen will. Ich weiß, deine Hilfe ist sehr zu schätzen. Sei vorsichtig, Gorby. Wir sind auf dem Schiff. Passiert das? Ja, passiert von alleine. Oh, wo geht's hin? Das ist aber nicht Spanien, wo wir jetzt gerade hinfahren. Oh Gott, Seeungeheuer. Oder Liebesromanze. Prinzessin? Du wirst dich ja draußen noch erkälten. Natürlich das übliche Schweigen. Über den Rand. Achso, ja, stimmt. Jetzt wird ein Schuh draus.
Wenn du auf das Meer starrst, erwachen die Geister und holen dich. Du könntest einen kleinen Schreck bekommen. Okay, whatever. Wenn du seekrank wirst, solltest du dich in deiner Kabine hinlegen. Ich werde doch nicht seekrank. Hallo? Eine gute Brise. Diese Reise wird in die Geschichte eingehen. So, Captain, ho ho. Wenn wir Erfolg haben, werden viele Menschen mit uns reisen. Dieses Schiff ist die Brücke zwischen den Kulturen. Ich bin glücklich. Geht's denn in die Kabine rein? Hier einfach so versteckt? Hier. Da. Oh, geht wirklich. Erstmal eine Runde. Ich bin ja erst aufgestanden. Aber jetzt fahren. Obwohl, wir sind ja schon ein Stückchen gefahren, ne? So der halbe Weg über den Pazifik. Das ist halt schon. Das sind ein paar Stündchen. Was war das? Das war doch wohl nicht Melina. Jetzt aber hurtig. Nach rechts ist da noch eine Tür. Hier. Nee. Du meinst hier? Nee. Hier ist nichts mehr. Oh, ein Geist. Oh, wartet mal. Das ist ein Geisterding. In dem Raum. Okay, ich gucke gleich. Danke. Was war das denn? Nein, nicht hier. Das war bei Utensilien, oder? Hält Geister fern. Klar. Nein, die ist nur verwirrt. Oh, die machen doch Damage. Habe ich jetzt alle? Ne. Gott, was ein unnötiger Kampf. Schiffsgeist verzieht sich. Gut. Alles in Ordnung, Prinzessin? Ja, ja. Oh, sie spricht. Du bist ein seltsamer Mensch. Ich bin keine Prinzessin mehr. Du musst nicht länger bei mir bleiben. Warum kamst du? Deinetwegen, ich wollte nicht. Deinetwegen, ne? Ich glaube, ich beschütze dich, da du eine gute Bekannten ähnlich siehst. Uff, schwere und falsche Worte. Einer Bekannten? Sehe ich ihr tatsächlich ähnlich? Ähnlich ist gar kein Ausdruck. Ihr seht aus wie Zwillinge. Und unsere Persönlichkeit? Verschieden. Seine Mama? Nein, nein, ist seine Freundin in seiner Welt. In der Dark World. Wir sind ja jetzt auf der Oberfläche und er ist ja in der Dark World geboren. Verschieden. Aber Melina ist sanft und ruhig. Du erscheinst viel energischer. Was für ein Kompliment. Du bist mir aber ein Gentleman. Aber eines möchte ich noch sagen. Danke für meine Rettung. Ich möchte allein sein, bitte lass mich. Aber eines möchte ich noch sagen. Danke für meine Rettung. Ah, im Raum, ne, hast du gesagt? Guck mal. Ja, hier geht's noch weiter. Oh, perfekt, dankeschön. Okay, aber nur irgendein Heilzeugs. Muss ich jetzt wieder schlafen bis morgens?
Land, ich sehe Land. Bestimmt Indien. Ja, es ist Indien. Nordindien. Gorbi, ey Gorbi, du Schlafmütze. Nein, Amerika, wirklich? Ich dachte, Columbo, ist das nicht so ein Detektiv? Wann stehst du endlich auf? Wir sind da. Huch, gehen, was? Ja, ich weiß doch, Remi, alles gut, es war ein Späßchen. Das neue Land, wir sind da? Hawaii sind wir ungefähr, ne? Höhe Hawaii. Oh, vielleicht schon Kalifornien. Er ist, glaube ich, zum Schluss noch ein Stück hochgefahren. Wo ist die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Wie bitte? Anstatt zu trödeln, sollten wir an Land gehen. Liberita. Du bist wohl nicht besonders schnell. Alle anderen sind bereits an Land. Du bist Gorbi, richtig? Ich habe einen Brief des Mädchens für dich. Sie ist vor einer Weile alleine an Land gegangen, Frauen eben. Gorbi enthält den Brief. Dü-düm-düm. Kann ich mir den angucken? Da. Von Melina für Gorbi. Gorbi liest den Brief. Danke, Gorbi. Ich möchte dir aber nicht mehr zur Last fallen. Ich bin diejenige, die den König ermordet hat. What? In meiner Kindheit vertrauten mir meine Eltern ein Geheimnis an. Der König zerstörte unser Dorf und adoptierte mich. Er benutzte mich lediglich, ist auch super, dass man das weiß macht, ne? Um mir das Geheimnis zu entlocken. Ich hatte keine Wahl und konnte die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht nur der König gierte nach dem Geheimnis, auch andere. Fida erkannte die Situation und verbannte mich aus Loire. Ich kann nicht noch mehr Leute in diese Sache hineinziehen. Vergib mir bitte meine Grausamkeit. PS, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay. Hattest du vorher mal nicht mal in der anderen Stadt... Hättest du vorher nicht mal in die andere Stadt gehen können? Irgendwas war noch mit einem Mädchen wegen Fieber. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, nimmer dran gedacht. Jetzt, wo du sagst, ja, ist recht. Aber ich kann bestimmt später eh frei mit dem Schiff hin und her fahren. Dann können wir da ja nochmal hingehen. Liberita. Du bist zum ersten Mal in Liberita. Hier ist ganz schön. Hier ist ganz schön was los. In Liberita tummeln sich immer viele Touristen. Okay. Mal gucken, vielleicht gibt es hier auch neue Heiltränke. Hallo. Cross, grüß dich. Oh. Naja, die brauche ich nicht. Nein, gibt nichts Neues hier. Nein, so habe ich es auch nicht verstanden. Alles gut. Den habe ich schon. Oh, der ist neu. Erhöht die Kraftpunkte. Klar kaufe ich den. Thank you.
Hab ich die jetzt schon? Weil, warum kann ich ansonsten... Okay, ich könnte hier von dem hier 4 kaufen. Und von dem 5. Das heißt ja, die habe ich noch nicht, oder? Das verstehe ich nicht. Okay, es ist einmal so eine graue. Wehrt Gegenangriffe ab und wird von der Garde getragen. Trotzdem, sorry, nein, alles gut. Alles gut. Okay, die habe ich gerade an. Aber die andere graue fehlt noch, ne? Die fehlt. Das heißt, die kaufen wir uns. Ich habe ja gut gegrindet. Die hier fehlt, ne? Ah, für die Sammlung. So, und hier? Schlägt Wölfe in die Flucht und der kalte Hauch des Todes. Fangen's auch mal an. Ah, den habe ich. Und den hier auch. Okay. Aber ist die Rüstung besser? Wahrscheinlich nicht, oder? Ups. Ne, ist schon die beste Rüstung, die ich anhabe, ne? Sonst hast du nix. Die habe ich, oder? Nochmal gucken. Die Bekleidung der Soldaten. Ich glaube, die habe ich. Geht ja einfach nur um die Vollständigkeit, ne? Ich glaube, das ist eine ganz alte. Ja, die habe ich. Mitte oben rechts. Alles gut. Ich hab's verstanden. Alles gut. Kein Stress. Was ist hier, ne? Dasselbe, oder? Oh, der Mage. Alles gut, Cross. Evoland? Nein. Okay, Feuerring gibt's wieder. Kann ich 9 kaufen? Hier kann ich 8 kaufen. Da habe ich schon ein paar. Oh, das ist das neu. Ermöglicht die Flucht. Ne, habe ich auch schon. Kauf mal ein bisschen. Feuer und Eis. Das reicht mir. So. Ich nutze das eh nie. Das rechte Zimmer. Also gehen wir erstmal links, ne? Ich heiße Heinz, ich beobachte... Oh! Menschen, ja, weiß ich. Beträgt 0% oder so. Die Wachstumsrate beträgt 0%. Die wachsen auch, glaube ich, erst die ganzen Städte, wenn ich halt, wenn ich hier das alles befriedet habe, ne? Und das wieder gemacht habe, wie es früher war. Viel Spaß, Cross. Lass dir schmecken. Ich glaube, wir kommen ganz gut voran momentan. Jetzt mit den 10, 11 Leveln mehr, ne, als gestern, vorgestern. In Liotto.
Liotto. Nicht Giotto, sondern Liotto. Soll das ganze Jahr ein großes Fest stattfinden? Das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe es. Wer bist du? Ein Skateboard-Kid. Hey, Bruder. Wie siehst du denn aus? Krach mit einer Freundin, wa? Freund der Nacht, ich werde dir das was zeigen, was dich aufheitert. Danach sagst du mir deine Meinung, einverstanden? Okay, jetzt kommen die Skateboard-Tricks. Cool. Was hat denn der eigentlich für eine Baseball-Cap auf? Ich würde sagen, Tony Hawk sein Bruder. Oder er ist sein Urgroßvater, ne? So alt wie das Spiel schon ist. Die wachsen durch Hauptmissionen und Nebenmissionen. Je näher. Je nachdem, ne? Wie du ihnen geholfen hast oder so, glaube ich. Okay. Jetzt nochmal. Na, wie war's? Hut ab. Wow, coole Show. Ja gut, ist mir auch nicht so wichtig. Das ist ja so Side-Dings, ne, wahrscheinlich. Mit mir ist alles wieder in Ordnung. Ich wusste es. Die Skateboard-Kunststücke hauen jeden vom Hocker. Du warst auf diesem Schiff? Dann kommst du also von weit her. Hey, wie wär's? Du kommst mit mir und erzählst den Kleinen darüber. Sei nicht so. Nur auf den Sprung. Na gut. Beim Reden schon. Ach, sei nicht so. Deine kleinen Kumpel? So ungefähr. Komm mit mir. Bestimmt Hasen. Hier entlang. Folge mir. Oh Gott, das ist riesig hier. Wir haben einen Gast, kommt alle mal her. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Er kommt von weit her. Los, Kinder, kommt her. Es gibt noch ein älteres Kind namens Will, aber er ist nicht hier. Von links. Angie, Wolfie, Harry, Annie. Hey, wo ist Anita? Harry, Anita sucht draußen nach Will. Was? Aber sie ist doch so klein, oh mein Gott. Hör zu, ich werde nach Anita suchen. Niemand geht, bis ich zurück bin. Tut mir leid, aber du hast es ja gehört. Warte eine Weile, gut? Der kommt bestimmt nicht zurück und ich muss ihn dann suchen. Anita sagt, sie will Will treffen. Er baut in Seeheim ein Flugzeug. Der älteste Mann hier heißt Will. Will baut ein Flugzeug. Cool, oder? Bist du Perrys Freund? Dann bist du auch unser Freund. Hey, probier dein Glück bei unserer Lotterie. Ein Los kostet 20 Taler, klar. Gut, zieh ein Los von oben, von unten. Erst wühlen. Nummer 37, du gewinnst. Du hast zu viel dabei. Ich werde es für dich aufbewahren. Okay, nice. Unser Getränk wird aus gewürztem Pflanzensaft hergestellt. Nur 10 Taler, sicher. Pflanzensaft muss ich probieren. Danke. Lecker. Mein Cousin probiert auch gerne neue Rezepte aus. Wenn du nach Seeheim kommst, musst du ihn besuchen. Da war ich schon. Da habe ich schon was getrunken. Im Westen liegt der reißende Colorado. Wir müssen eine Brücke bauen, aber es war ein glatter Reinfall. Hat er gesagt, wir müssen? Wir wollten. Okay, habe ich falsch gelesen. Hallo?
Bourbon ist nicht schlecht, aber ich bevorzuge etwas Erfrischendes. Dies ist ein freies Land. Was ist dabei, mal einzutrinken? Was? Du bist mir aber ein Faulenzer. Geh lieber wieder an die Arbeit. Amerika halt, ne? Kannst nichts machen. Wir servieren nur harte Sachen. Verschwinde, wenn dir das nicht passt. Ja, ich würde gern. Schnaps? Warum nicht? Hier lebt ein Mann, der sehr viel von gutem Essen versteht. Seine Meinung bestimmt, ob Speisen Weltruf erlangen. Und er hier? Sid, der Chefkoch? Tom! Ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Bring mir schmackhafte Speisen und ich belohne dich. Habe ich da was? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ah! Alles Sidequests. Wahrscheinlich. Die drei Mädels, hallo. Wenn es um Mode geht, sind wir... Du hast ja so recht. Wir sind die Trendsetter in Sachen Mode. Du hast ja so recht. Zeig uns... Zeigst du uns etwas? Was uns gefällt, werden wir dich belohnen. Was soll ich euch denn zeigen, Mädels? Was meinen die denn? Ich bin doch schüchtern, Mann. In dieser Stadt lebt ein Kunstschmied. Er ist sehr begabt. Alle Menschen lieben ihn und schätzen seine Kunstwerke. Ist das die Frau? Ja. Bist du neu in Moronia? Ja. Ja, ist ein Problem, dass ich hier neu bin. Und wie? Beeil dich und zahl deinen Beitrag oder verschwinde. Ist ja richtig aggro drauf. Ghetto hier. Im Kinderheim nichts Neues. Mist, es klappt nicht. Was läuft hier schief? Ich heiße John. Ich beschäftige mich mit der Elektrizität. Aber plötzlich blieb der Prototyp stehen. Kannst du sie für mich verschieben? Logo. Verschieben? Das soll helfen? Komische Maschine. Bitte versuch es mit aller Kraft. Hey, soll ich noch immer schieben? Bitte versuch es mit aller Kraft. Lol. Ich hab's. Ich muss die Reibungshitze in Elektrizität umwandeln. Vielen Dank. Du hast mir einen fabelhaften Tipp gegeben. Ich werde gleich mit dem neuen Forschungsprojekt beginnen. Gut. Hier geht's halt richtig ab in Amerika. Da wird Geschichte geschrieben, Leute. Sam. Wo ist Frodo? Hallo, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Ich habe ein Geschenk. Hörst du mir einen Augenblick zu? Na klar. Was ist dein Anliegen? Meine Freundin Amanda lebt in Seeheim. Aber ich hatte weder Zeit, sie zu besuchen, noch ihr zu schreiben. Könntest du sie aufsuchen? Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich heiße Sam. Bitte sag Amanda, dass ich immer an sie denke. Diese Bitte ist mir sehr peinlich, aber ich werde mich revanchieren. Okay, es gibt so jetzt so viel zu tun, aber das interessiert mich auch alles nicht so wirklich, ne? Muss man sagen. Wenn das automatisch irgendwie passiert, gut. Ansonsten war ich hier drin. Ich glaube, hier war ich nicht, oder? Ah doch, die drei Mädels von der Tankstelle, die irgendwas von mir sehen wollen.
Ach, hier ist Seeheim. Ja gut, dann geht's ja easy. Ich dachte, das wäre eine alte Stadt. Dieses Jahr bescherte mir eine hervorragende Ernte. Dann ist ja gut. Schon wieder du. Wir brauchen den See, doch wir fürchten sein Geheimnis. Wasser kann gut oder böse sein, deshalb sind wir vorsichtig. Wirst du vergiftet, verlierst du kontinuierlich Lebenspunkte, habe ich schon mitbekommen. Als ich vergiftet wurde, habe ich mich mit Serum geheilt. Ich wäre jämmerlich verendet, wenn ich kein Serum gehabt hätte. Gott, danke für den Tipp. Schon wieder du. Servus, mein Sohn. Ach, ich dachte, es soll Servus heißen. Servus, mein Sohn, ist in die Großstadt gezogen. Hier ist es ruhig und friedlich. Man kann hier gut leben. Ich liebe es, die Ruhe, in Ruhe das Feld zu bestellen. Soll ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Okay, jedem das Seine. Bist du für einer? Ich sah etwas, als ich arbeitete, blitzte etwas am Himmel. Dann rauchte es und stürzte in den See. Was für ein Spektakel. Buh. Guck mal, hier ist noch nämlich noch ein Häuschen. Hätte ich fast vergessen. Ist ein bisschen Frame Drops. Guck mal, wie der das hochhält. Mal geht das flüssiger. Die können, weil sie es können, Cross. Oh, Vital-Elixier. Perfekt. Wo ist es? Ah, direkt unter mir. Und schon wieder pennen. Ganzes Spiel einfach nur pennen. Welch eine nette Überraschung. Wir bekommen hier selten Besuch. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das hier planlos herumirrte. War das wohl Melina? Eine Übernachtung kostet 5 Taler. Oh, das ist aber billig. Wir bleiben. Ich bin auf der Suche nach dem Drachenanker in den Great Lakes. Er bewahrt dich vor den Gefahren der zahlreichen Stromschnellen. Ich fürchte mich vor der Gegend rund um die Great Lakes. Es ist unheimlich dort. Okay. Willkommen, wie kann ich helfen? Der hat mal gar nichts Neues. Hat immer nur Pen. Was ist Pen? So langsam könnte mal wieder ein Dungeon kommen. Na, genug gelabert jetzt. Gib mir Dungeons. Vor einiger Zeit sah ich ein Mädchen in eines der Häuser gehen. Danach habe ich sie nie wieder gesehen. Sie ist wohl ab, wo sie wohl abgeblieben ist. Wir werden es herausfinden. Oder ist wieder eine Oma? Hihihi, hohoho, gute Güte.
Bei den fünf Seen soll eine mysteriöse Kreatur leben. Mein verstorbener Mann behauptete, dort ein Tier gesehen zu haben. Alles klar, wir werden es rausfinden. Die Hydra. Mutter sagte, dass Frauen, die auf See umkommen, als Nixen heimkehren. Mutter starb auf See, ob sie wohl eine Nixe wurde? Ist ein Elektrikerwitz, okay. Lampen anschrauben kann ich, das war's. Eine Nachricht für mich? Was, von Sam? Oh Mann, der Typ scheint mich immer noch zu mögen. Wir waren mal ein Paar, doch das ist lange her. Leider liebte er seine Maschinen mehr als mich. Inzwischen habe ich einen neuen Freund, sagt das Sam. Hollerö. Ah, okay, mit Sam wäre sie, glaube ich, besser aufgehoben. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein begnadeter Koch. Das Essen zu Hause war so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Wie soll ich die Würste zubereiten? Kleinschneiden. Kleinschneiden. Ja, okay, danke, Cross. Soll ich sie kleinschneiden? Kleinschneiden? Das probiere ich. Ja, mach doch. Ich hatte eine Vision. Die Welt braucht mich und meine Kochkunst. Oh mein Gott. Erzählt hier. Oh, hier ist noch was. War ich hier schon drin? Hier war ich auch schon drin, oder? Der arme Sam. Hör mal gucken. Gehen wir mal hin. Nein, ich habe sonst alles hier gesehen. Ab zu Sam. Wo war der? Ganz oben rechts irgendwo. Das war der letzte, mit dem ich gequatscht habe, oder? Bei Annet Sam? Er sah zumindest so aus. No, nein, es waren die drei Mädels. Hallo? Nein! Nein, rein. Danke. Hi, Sam. Hallo, wie geht's? Hast du Amanda getroffen? Wie geht's ihr? Die Wahrheit oder Schwindel? Die Wahrheit. Schlechte Nachrichten. Ich glaube, sie liebt einen anderen. Wie bitte? Oh, oh. Amanda. Was habe ich bloß falsch gemacht? Jetzt bringt er sich bestimmt um oder so. Ja, hallo? Danke. Ich werde jetzt in die Kneipe gehen und einen heben. Wo war denn die Kneipe? Hast du die Kneipe? Ja, oh, er ist wirklich da. Okay. War das hier? Nee, hier war das, ne? Inzwischen habe ich einen neuen Freisager. Okay, das war's wohl. Was wir noch machen können, wir können noch mal pennen und mal gucken, wie es Sam am nächsten Tag geht. Ich muss wahrscheinlich aber wieder bezahlen, oder? Ja, ich muss wieder bezahlen.
Sam hat bestimmt einen Kater. Ist schon ein großes Spiel. Ich habe nicht gedacht, dass das so groß ist, das Spiel. Krass. Sam wieder zu Hause oder immer noch in der Kneipe? Er ist immer noch in der Kneipe, oder? Lol. Es tut mir sehr leid. Gut, ich bin über die Sache mit Amanda hinweg. Ich erfand eine Maschine, die Gespräche über weite Strecken zulässt. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand so etwas benötigt. Aber jetzt bin ich sicher. Wenn du fernab bist, kannst du dem anderen deine Gefühle mitteilen. Wenn ich nur einem Menschen helfe, der die Maschine... Hat die Maschine den Zweck erfüllt? Oh ja, ich vergaß dich zu belohnen. Komm mit mir zu meinem Haus. Was kriegen wir jetzt? Ein Wahrheitselixier. Ein Diamant. Ich habe hier einen Kristall. Willst du ihn? Ja, klar. War aber auch nur eine Sidequest. So, dann suchen wir uns jetzt mal. Oben ist noch eine Höhle gewesen, glaube ich. Ich meine, ich habe jetzt hier alles gemacht. Also ich bin mit allen gequatscht, ne? Und hier haben die irgendwo probiert, einen Fluss zu bauen. Hat aber anscheinend nicht so funktioniert. Ist hier noch irgendwas Spezielles? Ne. Höhle. Hier ist Servas. Ich warte gerade auf meine Verlobte Nana. Zum ersten Mal trafen wir uns an diesem See. Sie kommt zurück aus Liotto. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Okay. Nein. Ist das sonst nichts mehr? Hat mir noch irgendjemand eine Aufgabe gegeben? Habt ihr noch was im Sinn? Kann ich eigentlich wieder aufs Schiff zurück oder so? Aber das bringt mir ja nichts, ne? Ist hier hin? Oh, guck mal. Seeleute berichten von einem Nixenmantel. Er soll robuster sein als alles von Menschenhand geschaffene. Okay. Internationaler Handel bringt multikulturelle Beziehungen. Einfach schlau. Ich bin Matrose, in jedem Hafen wartet eine andere auf mich. Schwierig. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch.
Hier. Colorado River. Bisher haben die reißenden Fluten immer meine Brücke zerstört. Ich brauche stärkeres Holz, das dem Wasser widersteht. Man sagt, dass es im Wald nordwestlich von Seeheim gutes Holz gibt. Doch ich hörte, dass dort Dämonenunwesen treiben. Nordwestlich. Seeheim ist das hier oben. Nordwestlich. Aha, okay. Aha, hier also. Hallo? Alter. Gorbi erhält Holzklotz. Das war's schon. Okay. Das war easy. Mit diesem einen Holzklotz baut der jetzt eine komplette Brücke, oder was? Ist ja ein guter Mann, ne? Entschuldige, aber wo hast du den Holzklotz her? Er eignet sich ideal für die Errichtung einer Brücke. Bitte, kann ich ihn haben? Na gut. Natürlich, nimm ihn, ich helfe gerne. Nur leider reicht mir einer nicht. Kannst du mir davon besorgen? Ach, da war auch noch einer. Ja. Ja, ich habe noch was gehört. Secret? Keine Ahnung, ob man noch mehr braucht. Ich gehe mal zurück zu ihm jetzt. Wäre ein bisschen strange, weil dann hätten sie auch einfach 4 von diesen Dingern hier platzieren. Wahrscheinlich hätten 2 gereicht.
Komische Designentscheidung. Nein! Sieht so müde aus? Ja, aber guck mal, was ich da alles machen muss. So viel Holz fällen, kannst du ja nur müde werden. Wie viel wir wohl brauchen von den Dingern? Drei. Ich hole jetzt mal 8 Stück nochmal. Gibt ja auch immer XP, ne, wenn du Gegner tötest. Komm, jetzt haben wir 6. Muss doch eigentlich reichen. Normal ist 9 immer eh ein kompletter Stack. Das bedeutet, ich habe jetzt schon 6 und 3 habe ich... 10 habe ich jetzt insgesamt, glaube ich, schon. Ja, ich möchte ausrüsten. Dankeschön. Vielen Dank, damit lässt sich eine gute Brücke bauen. Vielen Dank für alles. Boah, Brücke. Kann man runterfallen? Nein. Cool. Okay, let's go. Aber hier komme ich trotzdem nicht hin, ne? Da kommt man bestimmt raus. Okay, das heißt, hier ist was. Hier ist was. Hier ist was. Was doch fake, wenn eine schon auf ist, oder? Davon habe ich schon reichlich. Oder war ich hier schon mal? Strange. Warum ist eine schon auf? Okay, keine Ahnung. Bin ich hier nicht von hinten schon rangekommen? Ich traue mich jetzt nicht hier runter zu gehen. Das ist doch diese Stadt mit... Ich am Anfang war, oder?
Ist doch ganz der Anfang, oder? Ganz der Anfang. Warum bin ich wieder hier? Die Frage, kann ich seither was Neues? Ich glaube, damals, als ich hier war, bin ich hier noch gar nicht hochgekommen. Kann das sein? Und deswegen musste ich ganz außen rum. Jetzt komme ich ja hier hoch, weil ich diese Krallen habe, ne? Eigentlich ist das ein Metroidvania. Oh, was ist hier? Warum sind hier so Stacheln? Normal, Final Fantasy-mäßig bedeutet das, man kann hier drauf irgendwie. Man kann hier drauf mit so einem Hoverboard oder sowas. Okay. Wir haben das und das. Ich gehe mal hier hin. War das nicht das mit den Vögeln und so? Hier war ich doch überall. Na klar. Was bringt mir das jetzt? Hier sind die Vögel, ne? Hier oben ging es irgendwo hoch, glaube ich. Na? Mal gucken. Das heißt, von da oben kann ich jetzt irgendwo hinfliegen wieder. Alter, ist ja wirr. Mein Couchy. Warum reden die alle nicht mehr mit mir? Boom. Okay, jetzt hänge ich gerade ein bisschen. Vielleicht muss ich gleich in den Guide gucken. Hier war das, ne? Jetzt sagt der was Neues jetzt. Kann dir bestimmt helfen. Nichts Neues. Ups. Das bringt mir leider nichts, Cross. Kannst du gerne machen, aber... Er sagt auch nichts. Oh shit, ich weiß ja gar nicht mal, was die sagen. Ich kann ja nimmer mit Tieren reden. Okay, ich bin falsch gelaufen. Wieder zurück.
Lioto muss ich. Die neu errichtete Brücke im Osten Südamerikas bringt euch nach Lioto. Hier wird während des gesamten Jahres eine riesige Party gefeiert, das wissen wir. Seht euch dort mal um, was der Rummel dort alles zu bieten hat. Couchy, alles fit? Bist du morgen da? Im Büro? Man hätte ja auch einfach auf der rechten Seite raus. Ich glaube schon, ne? Ja. Okay. Hier ist die Brücke. Wer bringt mich die hin? Das ist ein Arbeitskollege von mir, ja, korrekt. Diese Brücke haben wir errichtet. Und wo bringt die mich hin? Der bringt mich doch nirgends hin. Hier komme ich wieder zurück. Da will ich ja nicht hin. Schau mal, gibt es hier irgendwie eine World Map oder sowas? Hier. Die neu errichtete Brücke. Hä? Lioto ist irgendwo unten in Südamerika. Wie soll ich denn da hinkommen? Nicht da runter? Also ja klar, hier kann ich nach Südamerika runter, ne? Aber da war ich ja auch schon. Crazy. Boah. Das ist halt echt. So, jetzt bin ich in Südamerika. Hat da oben die Brücke, oder was? Der hat auch nichts. Hier war ich ja schon. Da oben die Brücke. Aber die ist doch nicht neu errichtet. Krass. War die vorher nicht errichtet? In Lioto ist immer Karneval. Genieß alles in vollen Zügen. Einige Waffen besitzen verborgene Greife. Findest du eine, so rüste dich mit ihr aus. War ich hier nicht schon? Das ist doch ganz am Anfang irgendwas gewesen, oder? Was ist das? Eine tödliche Vergiftung. Ja, klar. Nehmen wir nochmal 9. Kann ich gar nicht kaufen? Hast du zu viele Sachen bei dir? Muss ich Rüstung wegwerfen jetzt oder was?
Weil ich zu viele habe? Nein. Ich kann die nicht wegwerfen. Okay, ich kann die anscheinend nicht kaufen. Okay. Oh. Die Zukunft mal wieder, ne? Mal gucken, was die sagt. Wahrscheinlich was ganz anderes. Du wirst durch die Lüfte fliegen. Eine Knolle sei dein Glücksbringer. Danke. Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Mutter ist zum Karneval ausgegangen. Mutter ist noch immer nicht zurück. Du könntest mir eigentlich Gesellschaft leisten. Oh mein Gott. Kommt sie jetzt nachts? Nein. Also, irgendwie laufe ich nur von Stadt zu Stadt. Ist noch gar nichts passiert, ne? Am Anfang den Boss getötet und seitdem ist gar nichts passiert. Weiter oben steht die Liebesstatue. Liebende haben dort so manch schöne Stunden verbracht. Stunde verbracht. Ich habe mich mit Schuhcreme eingerieben. Okay, jeder wie er will. Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz und man soll nur das tun, was auch Spaß macht. Mal nachschauen, ob ich was finde. Wie meinst du? Was finde? Hallo, ich bin ein Fußballfan. Magst du Fußball? Klar, ich liebe Fußball. Ich bin Kaiserslautern-Fan. Oh Mann. Das sind die letzten Loser. Pelé hat da ein Schild. Ein Poster. Wie geil ist das denn? Nee, ich habe ja hier einen Guide. Ich weiß ja schon. Also muss ja hier irgendwo weitergehen jetzt. Jetzt habe ich ja ein neues Gebiet hier. Alles gut. Magst du Tortenwerfen spielen? Was meinst du? Du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Einfach, oder? Fang schon an. Oh, super. Wenn du meinen Kristall berührst, gibt's Ärger. Oh Mann, du bist ein totaler Loser. Wie komme ich denn an die oberen ran? Kann ich da rausgehen und von oben werfen? Hol aus und brate ihnen eins über, aber wär fest genug. Ja, darf ich nochmal rein? Muss ich das jetzt resetten oder was? Thank you.
geschafft. Du scheinst Katzen zu mögen. So geht's. Zum Dank erhältst du einen meiner Lieblingssteine, ein wahres Juwel. Dankeschön. Easy. Wer bist du? Astarika liegt hinter den Bergen im Nordwesten. Astarika. Scheint noch nicht hin. Die Einwohner von Astarika pflegen seltsame Rituale. Okay. Was hier? Pink Cloud. Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr allein. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Weiß nicht. Bei mir bleiben? Für immer? Nun ja. Ach, Melin. Wir beide allein in dieser fremden Stadt. Wie romantisch. Das Hotel hat auch ein Doppelzimmer. Okay, let's go, Leute. Hobby, wo willst du denn hin? Es gibt noch viel zu sehen. Ja, ich will aber hier rein. Fuck, Mann. Das Hotel hat doch ein Doppelzimmer. Hallo, willst du Zuckerwatte kaufen? Kostet nur 10 Taler. Klar. Hier, bitte. Lecker. Dir beim Essen zuzusehen ist ein Erlebnis. Naja. Am Tag herrscht eine sehr ausgelassene Stimmung, aber nachts... Will trotzdem hier rein. Warum darf ich nicht hier rein? Ich gehe mal ein Stück weiter vor. Vielleicht klappt es doch. Na, jetzt geht es nicht mehr vor. Schade. Astarika? Ach, Costa Rica. Verstehe. Früchte gegen den Durst. Früchte gegen den Durst. Äpfel nur 8 Taler und Melonen 12 Taler. Ich will Äpfel. Ich bin durstig. Ich kaufe. Wir hatten dieses Jahr eine gute Ernte. Lecker. Danke. Ich kaufe auch noch Melonen. Ich kaufe auch Eis. Eis rein damit. Lecker. Kaffee. Rein damit. Eiskaffee. Ich mix es zusammen für Eiskaffee. Weiter oben steht eine Liebesstatue. Ja, okay. Wer bist du? Im Süden liegt der Hafen. Dort kannst du Seeleute treffen. Yo. Geh weg. Geh weg! Ich darf hier auch nicht rein. Oh, wie romantisch. Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Geht so. Ja, aber vielleicht auch etwas übertrieben. Psst, sei still. Gorby, du bist wohl nicht besonders romantisch. Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu, es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gerne mag. Dieser jemand bist du, Gorby. Und wenn ich schon jemand liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Werde dir über deine Gefühle klar, Gorby. Ich habe noch nie was gesagt, was will die denn von mir? Hallo? Ja, wir sind in Rio anscheinend. Okay. Gehen wir mal pennen. Innen war hier drüben, oder? Bist du da etwa rot? Natürlich. Klar. Das ist der Sonnenbrand.
gehe mal ins Doppelbett. Ne, funktioniert nicht. Ich kann ja nicht bis nachts, bis abends schlafen, wenn sie sagt, sie ist abends wieder da. Mal gucken, ob nachts was passiert jetzt. Ob sie mich überfällt. Ja. Nö, anscheinend nicht. Oh doch, guck mal, es ist Abend. Ja, dann zur Statue. Gorbi? Gorbi! Aha. Keine Sorge. Der Weise weiß, dass ich hier bin. Na dann. Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schöne Orte. Seit du gingst, Gorbi, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Grüsta. All das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Gorbi. Ich möchte mit dir zusammen sein, Gorbi. Klar. Gorbi, ich liebe dich. Bis heute Nacht. So, und jetzt kommt die andere. Da ist sie. Ach, das ist die andere jetzt. Gorbi, ich liebe dich. Bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Gorbi, dein Herz ist bereits vergeben, aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Ah, der Tobak, ne? Kann man hier irgendwas machen? Kann die hier schieben oder so? Ah, jetzt ist plötzlich wieder Tag. Okay. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob es jetzt noch mal was passiert. Ansonsten gehen wir weiter. Irgendwas haben die noch gesagt mit Hafen, ne? So herzergreifend? Nein, nicht wirklich. Das hat Final Fantasy definitiv schon wesentlich besser gemacht. In frühen Teilen. Wenn man an die Oper-Szene denkt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das Final Fantasy 6? Wo die gute Frau sich dann umgebracht hat? Das war herzergreifend. So, hier ist ein Hafen und da unten ist nochmal ein Hafen. Liotto. Ah, guck mal, hier geht's weiter. Haben es alle kapiert? Wenn wir nichts unternehmen, ist es aus. Wer sich zum Kampf gegen die Monster stellt, erhält ein Schiff von mir. Traut sich jemand zu, die Monster zu bekämpfen? Hier. So viele gestandene Männer, aber keiner mit Mumm, was? Der Nixenturm erschien im Osten des Meeres und mit ihm Monster. Du hast noch kein Final Fantasy gezeigt. Du Fremder, du willst uns helfen? Wenn du die Monster besiegst, schenke ich dir ein Schiff. Na, willst du? Ich tue es. Ihr Feiglinge, überlass die Angelegenheit nur mir. Ehrlich, du tust es? Fantastisch. Wenn du bereit bist, geh an Bord und ich werde dich zum Turm bringen. Ja. Kann nicht runterfallen. Los geht's. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Also ich habe auch nicht viele Final Fantasy gespielt. Ich habe gespielt 1 und 2 irgendwann mal früher oder nur 1. Und im Stream haben wir gespielt 3, 4, 5 und 6 und 7 angefangen und das Remake natürlich. Alle anderen Final Fantasy Teile kenne ich noch nicht. Und sie wurden von
Von Final Fantasy zu Final Fantasy besser. Ja, was ist jetzt passiert? Oh nein, jetzt bin ich echt da runtergefallen. Turm. Hä, warum kann ich hier nicht weiter? Ah, doch, geht. Ist hier auch runterfallen? Nee. Endlich wieder Dungeon. Nein, storytechnisch. Ach, das sind alles Pixel-Games. Das Schiff hat abgelegt. Ah, hier sind wir wieder am Anfang, okay. Storytechnisch. Super, super strong. Das ist recht simple Geschichten natürlich noch, ne? Aber super gut einfach nur. Ich check's gar nicht hier. Komm ich wieder hoch. Turm. Egal, wo ich runterfalle, ich falle da einfach halt ganz runter, ne? Sieht jemand so, wo es weitergehen soll? Hier rein? Lol. Nein, anscheinend nicht. Schon ein bisschen was aus hier. Bossfight? Okay, die kann ich nicht treffen. Ich muss den hier treffen wahrscheinlich. Als die Aura des Todes den Nixenturm wieder freigab, setzte das Flüstern der Nixen wieder ein. Whatever? Hauptsache der Fisch ist tot. Und jetzt? Was auch immer ich getan habe. Oh, da sind sie wieder. Oh. Ach, ich kann mit denen reden. Hab Dank! Es gibt noch viel zu tun. Menschen sind auf See so hilflos. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, dass wir ihnen helfen. So ist das also. Nama! Einst war auch ich ein Mensch. Ich wollte meinen Verlobten in Liberita besuchen. Doch dann kam ein Sturm auf und das Schiff versank in den Fluten. Als ich erwachte, war ich eine Nixe. Tust du mir einen Gefallen? Bitte bring diesen Ring zu Servas bei den Great Lakes. Ah, und dann lässt er mich durch, weil er weiß, weil er nimmer warten muss. Sag ihm, dass wir bald wieder zusammen sein werden. Gorbi hält Verlobungsring. Was?
Alles Leben fand seinen Ursprung im Meer. Vielleicht sind Nixen ja die Urformen des heutigen Lebens. Vielleicht. Dann ist aber komisch, dass die eine Menschin, die Verlobte, jetzt eine Nixe ist, weil vorher war sie ein Mensch. Am südlichen Ende der Welt ruht der 6. Kontinent. Australien. Ah. Antarktis. Im ewigen Eis. Dort ist der Schatz der Nixen verborgen. Als Dank sollte dieser Schatz nun dein sein. Wir sind die Wächter der Meere. Wir sichern das Geleit der Meeresmenschenschiffe. Hab Dank. Du hast uns zurückverwandelt. Nimm dies als Zeichen unseres Dankes. Du kannst uns damit rufen. Wir werden dich dann mit Magie vor Gefahren schützen. Gorby erhält den Wasserzauber. Danke. Dank deiner Hilfe ist das Meer wieder sicher. Das war ein bisschen easy, ne? Ein Seemann hält sein Versprechen. Dieses Schiff gehört dir. Zum Ablegen musst du nach unten drücken. Fahre einen Hafen an, um anzulegen. Gorby hält ein Schiff. Okay, jetzt können wir uns sozusagen frei auf der Overworld bewegen. Hallo? Danke. Okay. Okay, jetzt muss ich aber nach... Wo war die? Wo war der denn? Scheiße, wo war der denn? Ich will nochmal da unten gucken. Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig belohnen. Willst du spielen? Sicher. Fertig? Los. Bin super schnell. Yeah. Direkt mal falsch. Ah, lol. Ja, das ist falsch. Hat er nicht gesagt, ich soll den langsamsten Weg nehmen? Ich denke mal, da geht's rein. Geschafft. Glückwunsch. Toll. Besuchen Sie bald wieder. Komm und spiel mit uns. Nein, so nicht. Mein Ziel ist auf der linken... Hä? Mein Ziel ist auf der linken Seite. What the fuck? Was heißt, mein Ziel ist auf der linken Seite?
Verstehe ich nicht. Ich habe doch alles richtig gemacht jetzt, oder? Ja. Will ich jetzt gerne mal testen. Wo war das, wo ich hin musste? Ich fahre jetzt erstmal im Schiff los. Ja, das war im Norden irgendwo. Oder das war nicht hier. Oh, hier kann ich auch rausfahren? Okay, ich kann komplett rumfahren. Strong. Aber ich muss einen Hafen anfahren, ne? Okay, dann kann ich aber den hier anfahren. Der war hier, ne, in Liberita. Hier war der ganz oben irgendwo, oder? Wo war der Typ? Da! Da war er! Verlobungsring, jawohl. Dieser Ring, ist hier etwas zugestoßen? Scheinbar ein Schiffsunglück. Ich verstehe. Sie kam niemals zu spät. Danke für die Nachricht. Ich gehe zu ihr. Genau, so sieht's nämlich aus. So, wo sind wir jetzt? Die Great Lake Höhle. Donnerkröte muss was? Gorbe erhält Odemkraut. Okay. Was ist Odemkraut? Ist das hier einfach dabei? Oh, das ist so ein Dings hier unten. Zum Atmen unter Wasser. Na? Funktioniert, sobald es in deinem Besitz ist. Ah, okay, alles klar. Okay. Hey, aber hier geht's gar nicht weiter. Wo kann ich, was kann ich denn jetzt machen?
Hä, was kann ich denn jetzt machen? Warte mal. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Warum ging das denn nicht? Ach, hier, wo es so blubbert, muss man irgendwie rein. Oh, lol. Der ist gesehen, das ist ja minimal. Dieses Blubbern. Krass. Die hüpfen sogar hier drüber. Okay, also auf Blubbern achten. Ekelhafter Schleim teilt sich. Okay, das ist nur der Way Back. Alles klar. Was? Der Schatten? Loch Ness, da ist es. Das Loch Ness aus Spanien. Was ist das für ein Schatten? Hilfe, helft mir doch. Hä? Ich dachte, ich hörte etwas. Weg ist es. Nein, ich werde nach unten gesaugt. Nein, das will ich nicht. Oh. Ha, hab ich gewusst. Drachenanker, was ein Glück. Ansonsten wärst du irgendwo anders runtergefallen. Das ist das Ding, was irgendjemand braucht, um im Schiff irgendwo hinzufahren. Ich hab's schon wieder vergessen. In irgendeiner Stadt. Gibt Halt in starken Strömungen.
bestimmt ein Secret hier. Einfach nur eine Kiste wahrscheinlich. Oder doch auf der anderen Seite richtig. Man weiß es nicht. Ja, hier geht's nirgends hin. Hier scheint es weiter zu gehen. Okay, die Augen sind nervig. Willen. Einfach nur Geld schwach. Ist wieder, bin ich hier reingekommen? Hier bin ich hergekommen, oder? Level up. Hier bin ich doch hergekommen. So der Anfang. Ja, falsche Richtung. Nein, I see. Och, ich bin so blöd. Hier geht's ja auch gar nicht weiter, ne? Lol. Dämlich. Ich dachte, hier gibt's noch eine Tür, aber gibt's ja gar nicht. Boah, bin ich denn gedodged? Nein, das heißt, ich muss wirklich hier weiter. Ne, hier durchtauchen. Ja, da richtig. Und dann hier rein, ne?
Okay, die müssen mich bestimmt irgendwo ranschubsen. Wahrscheinlich sogar da dran, damit das hier runterfällt. Schätze ich mal. Planetenbrecher liegt einfach mal so im Weltall rum. In der Höhle. Planetenbrecher. Plus 18. Der Name verrät einiges. Ach, geil. Den nehme ich, klar. So, wie kann ich das hier am besten machen? Nein, das ist falsch Richtung. Hier, der. Ne, funktioniert nicht. Kein Plan. Okay, egal. Ist nur ein Kristall, der interessiert eigentlich niemanden. Okay. Fuck. Oh no. Scheiße, ich war vergiftet. Shit. Scheiße. Ich hab nur drauf geachtet. Naja, kein Drama.